The pieces have been reset. A chess riddle? I haven't got time to play games. Oh Gott, ich kann kein Schach spielen. Way out of here. Sehr gut. Fuck. What was that? Did he do that? What kind of game is this? The king? But I just dropped it. So you really want that game, huh? You don't know who you are dealing with. I learn from the best. Let's see. The king is useless. I can either move the queen, the pawn, or the rook. But if I move any of them, the others will be beaten. Is that what it's about? Sacrifice? All right. Like my old man told me, sacrifice the weakest piece. Also wir müssen Gott sei Dank nicht Schach spielen. Ich kann das überhaupt nicht. What the hell? Why can't I breathe? Falscher Spielzug, Kollege. Ich glaube, das war nicht so gut. When the pawn is in danger, so am I. Du bist ein Bauer. Is this supposed to mean something? Am I ja, dass du ein Bauer bist. Are these people? Who would the other pieces be? Either way, there's only two other choices here. Sacrifice the queen or the rook. Okay. Wir können weitergehen. Ich hoffe, das ist der Ausgang aus dem scheinbar endlosen Traum. Oh nein. Wieder eine blaue Origami-Figur. Bitte steh da drin jetzt aufwachen. Ich habe keinen Bock mehr zu schlafen. Blauer Vogel, du kannst es herausschaffen, Ian. Du musst nur kurz deine Kräfte einsetzen. Geh weiter, du hast es fast geschafft. Wir sind fast am Ende. Finde den Weg aus dem Irrgarten. Wir werden jetzt scheinbar seine Fähigkeiten kennenlernen. Seine außergewöhnlichen Kräfte, die er nach seinem Verschwinden hat. Was? Astralreise? Analreise? Astralreise. Neige, um vorwärts zu fliegen. Okay, wir können fliegen. Teleportieren scheinbar. Ja, wir fliegen. Links, rechts. Ganz schön. Okay, wir können auch nach oben fliegen. Natürlich auch nach unten mit R2. Und mit dem rechten Stick können wir uns umsehen. Halte R2 und L2 zum Aufladen der Fähigkeit lastlos, um nach vorne zu sprinten. Dann hierhin. Okay, hat funktioniert tatsächlich. Okay. Ians Astralreise erlaubt es ihm, mit bestimmten Dingen in seiner Umgebung zu interagieren. Okay. Wir können... Kameras können mit Telekinese zerstört werden. Kameras? Welche Kameras? Was? Sind das hier Kameras? Also ich kann hier anvisieren. Kann sie... aber nicht zerstören. Okay. Irgendwelche Kameras können wir zerstören. Nur ich sehe hier keine Kameras. Der Raum... Hallo? Nein! Was ist das denn jetzt? Okay, kurzer Hänger. Spiel musste speichern. Was ist das? Hallo? Ach, sind das die Kameras, die wir zerstören müssen? Ich halt einfach mal drauf. So, geht da kaputt? Geht nicht kaputt. Geht auch nicht kaputt. Geht der kaputt? Der leuchtet jetzt grün und der leuchtet rot.
Jetzt leuchtet der auch rot. Hä? Müssen die alle rot grün leuchten? Das verstehe ich jetzt nicht. Den treffen wir. Oder müssen wir die hinten in die Wand reintreten? Der ist jetzt verschwunden. Der kommt wieder. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Dingern machen können. Jetzt leuchten... Was? Einer leuchtet grün und die beiden anderen leuchten rot. Vielleicht müssen wir die beide noch zum grünen Leuchten bringen. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich rotz einfach mal drauf. Mit dieser Telekinese. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher noch Bedarf hat, oder? Was? Jetzt leuchten die wieder rot. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Scheißdingern machen sollen. Erschließt sich mir überhaupt nicht. Müssen wir die ineinander schießen, dass sie sich gegenseitig berühren? Ich habe keine Ahnung. Das erschließt mir hier einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Dingern machen sollen. Die leuchten jetzt auf jeden Fall rot. Eben grün. Ich blick da nicht durch. Ich blick da echt nicht durch. Hier passiert auch gar nichts, wenn ich die treffe. Die fliegen dann nur blöd durch die Gegend. Nee, da passiert tatsächlich nichts. Also es ergibt für mich keinen Sinn, was wir mit denen machen sollen. Jetzt leuchtet das Scheißding wieder grün. Jetzt ist ein Gang offen. Also scheinbar müssen die tatsächlich alle grün leuchten. Hier sind wieder zwei so Rotzdinger. Die müssen wir scheinbar auch ankratzen, damit die grün leuchten. So, einfach mal ankratzen hier. So. Hier noch. Ich hab keine Ahnung, wann es reicht. Man sieht das auch gar nicht. Wann die endlich fertig sind. Ne, wann wir die endlich soweit haben. Oder müssen die da hinten rein, wo diese grünen Scheißdinger an der Wand sind? Ich weiß es gar nicht. So, der scheint jetzt grün zu sein, oder? Ah, da ist die Tür auf. Geil. Oh nein. Du bleibst schon da. Drei neue. Die leuchten überhaupt gar nicht. Die müssen scheinbar erst Farbe kriegen. Dann halte ich da mal drauf. Hier oben ist irgendein Geblitze. Oder müssen wir die da oben in den Blitz reinschießen? Ich habe keine Ahnung. Ding. So, ist weg. Okay. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Der ist grün. Der ist noch nicht... Hallo? Noch nicht grün. Der da oben leuchtet schon. Der leuchtet nicht. Der leuchtet jetzt aber grün. Nur den Kameraden müssen wir hier noch dazu bewegen, grün zu leuchten. Gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ist er jetzt grün? Nö. Jetzt sitzt der Trottel davor. So, wie sieht's denn jetzt aus? Farbe? Passt, da passt es auch. Den müssen wir noch ordentlich einheizen. So, das sieht gut aus. Die Scheiße öffnet sich. Wir können hier raus. Ich hoffe, das war's mit den Bällen. Weil das geht mir echt ein bisschen auf die Eier. Speichert. Oh nein. Was kommt jetzt? Oh nein.
Was? I'm so happy to see you. Was? They said I couldn't go to you. That you were still sick. But I knew they were lying. Can you hear me? Ian? Can you give me a sign? Do you remember the first gift you gave me? That old, ugly baseball bat. You thought it would impress me. It did. It had been such an awful day. I was scared and desperate and lonely. And hallo? Then, there was you. Oh nein, lass das bitte kein Labyrinth sein. Ich hasse das. Do you remember what you said? Hier gibt es tausend Wege. Happy V-Day. Der führt natürlich ins Nichts, war klar. Der hier führt. Der geht noch. Hier können wir links und rechts. Wir gehen mal rechts. Wirkt irgendwie vertrauter. Oh, das sieht nicht gut aus. Und wir landen natürlich in einer beschissenen Sackgasse. Hallo? Sounds so familiar, but I can't remember this. Gut, dann müssen wir hier irgendwas teleportieren, irgendwas mit der Telekinese machen, damit das hier vorangeht, weil irgendwie scheint kein Weg zu funktionieren. Da gehen wir jetzt wieder zurück zum Anfang. Hier sind wir ja reingegangen. Genau. So, ich gehe mal rechts einfach. Ah, ist wieder eine Sackgasse scheinbar. Oder? Wir kommen wieder am Anfang raus. So eine verdammte Scheiße. Können wir denn irgendwie mit der Telekinese was machen? Dass wir sie irgendwie anstoßen? Sie fliegt nicht durch die Gegend. Also, das bringt überhaupt nichts. Nee, die berührt sich gar nicht, die Schrulle. Ich versuche mal, was sind das denn da hinten für Zeichen? Das irritiert mich. Nee, da geht gar nichts. Oder? Nee, ich glaube, wir kommen. Die bewegt sich auch kein Stück, so wie es mir scheint. Tatsächlich nicht. Oder? Ne, tatsächlich nicht. Hat überhaupt nichts gebracht. Sie schwebt noch immer in der Luft. Können wir denn hier mit Telekinese? Okay, hier können wir uns den Weg vorher mal anschauen. Hier lang, hier sind wir, meine ich, eben. Was ist das denn? Okay, hier hört der Weg auf. Das war die Sackgasse, aber das war ja auch am Anfang, wo wir lang gegangen sind. So eine Scheiße. So eine Scheiße, verdammt. Gefangen in einem beschissenen, verkackten, nervigen Scheißlabyrinth. Hier geht gar nichts. Das ist, glaube ich, derselbe Weg von eben, wo wir jetzt hier rechts nochmal um die Ecke tatsächlich festhängen. Ja, ist tatsächlich so. Haben wir denn noch eine andere Fähigkeit? Oder was ist die Rätselslösung? Ich blick da gar nicht durch. Irgendwas übersehen wir. Ich glaube, hier geht's jetzt wieder. Nö, hier geht's natürlich ins beschissene Nichts. Hier ist auch nichts natürlich. Warum sollte hier auch was sein? Ich weiß nicht, ob wir was mit der Telekinese bewirken können. Nur hier drinnen können wir ja nicht beamen. Über uns drüber ist ja eine Art Kreis, die uns verbietet zu teleportieren. Also die ermöglicht uns jetzt nicht, dass wir uns hier rumteleportieren können.
Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt total verfranst. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier rumlaufen. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Diese Scheiße. Hier ist natürlich wieder eine Sackgasse. Hier. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. So eine Scheiße hier. Was haben denn diese scheiß Zeichen dazu bedeuten? Wir müssen ja in die Richtung laufen. Kommen hier aber überhaupt nicht durch. Wo sind denn die scheiß Zeichen da drüben? Hier ist bestimmt wieder eine Sackgasse. Ja, natürlich. Ja, klar ist hier wieder eine beschissene Sackgasse. Aber hiermit können wir doch... Was hat das zu bedeuten, diese scheiß Zeichen? Was hat das zu bedeuten? Können wir hier mal rauszoomen? Okay, hier... ist... Hier, man kommt da gar nicht hin. Man kann da gar nicht durchkommen. Also man kommt hier überhaupt nicht raus, weil hier auch zu ist. Ne, dann laufen wir da wieder lang. Hier können wir nicht durch. Hier geht's zurück. Und wenn wir da irgendwie reinkommen sollen, ist hier auch eine Mauer. Also... irgendwas... scheint hier tatsächlich nicht richtig zu sein. Und dieser beschissene Ball geht mir... auch auf die Nerven. Also irgendwie... es ist, glaube ich, so tatsächlich ausgelegt, dieses beschissene Labyrinth, dass wir hier tatsächlich nicht rauskommen. Wir können hier einfach nicht rauskommen. Können wir die Wand einschlagen? Doch. Hallo? Schlag ein. Komm! Ja! Bringt das was? Da... wir müssen die Wände... was? Moment mal, müssen wir gegen die Wand? Ne, müssen wir nicht. Können wir die Wand hier einschlagen? Da gehen nur ein Teil raus. Aber hier passiert auf jeden Fall was, wenn wir da reinschlagen. Das ist schon mal etwas. Oh ja, hier. Das sieht gut aus. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bug. Die können wir eventuell rausschlagen. Hier können wir durchkommen. Ist das Sinn der Sache? Komm, wir sind fast durch, du Trottel. Wir kommen hier nicht durch. Wir kommen hier verdammt nochmal nicht durch. Vielleicht mit Telepathie jetzt hier durchdonnern. Okay, das hat gar nichts gebracht. Hier ist aber schon... oder ist das jetzt ein Bug? Ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Spielfehler. Hier löst sich jetzt einfach... was? Was? Jetzt lösen sich... was? Was? Also das... was? Also das gibt... ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn wir dagegen schlagen, geht die Wand kaputt. Wir kommen aber nicht durch. Ne, die haben wir ja gerade schon... ein bisschen angekratzt. Wir kommen da aber nicht durch. Ich hau da gerade auf der Taste rum wie so ein Bekloppter. Nur es passiert überhaupt nichts. Wir kommen hier aus dieser Scheiße einfach nicht raus. Wir hängen in diesem beschissenen Labyrinth fest. Und es gibt einfach keinen Ausweg. Wir haben jetzt jeden Weg probiert. Ja, war klar, dass hier wieder eine Sackgasse ist. Leck mich doch. Wir haben jeden Scheißweg probiert. Kommen aber nicht raus. Es gibt keinen Weg. Wir haben ja gerade auch mit der Telekinese gesehen, dass es letztendlich auch keinen Ausweg gibt. Gott, wir sind hier wieder am Anfang. Ich kotze. Irgendwas muss man hier doch machen können. Ich glaube nicht, dass man da blind durchlaufen muss. Das glaube ich nicht tatsächlich. Ich glaube es nicht.
So, nochmal von oben schauen. So, wenn wir hier langlaufen, da ist ja Ende, ne? Da ist Ende. Da ist Ende, da kommen wir nicht durch. Da ist Ende, da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Seht ihr, da ist zu. Da, hier muss irgendwas anderes sein. Oder... Was ist das denn? Moment mal. Was war das denn? Sind da... Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg gleich so einen Anfall. Ich glaube das jetzt nicht. Wir müssen uns da oben in die Scheiße reinbeamen. Oder? Da müssen wir uns doch irgendwo reinbeamen können. Ja, tatsächlich. Ich glaube es nicht. Dieses Scheißding, dieses beschissene Scheißlabyrinth. Dieses Dreckslabyrinth, so eine Scheiße. Okay, wir haben nicht genug Telekinese, das muss ich erstmal wieder aufladen. Wir haben auch keine Pillen am Mann, die wir uns mal eben reinpfeifen können. Wir mussten tatsächlich... Opa. Wir mussten tatsächlich... Die Lösung war nicht da, den Weg zu finden, sondern wir mussten tatsächlich hier die Dinger anschießen. So, da hinten ist das andere Ding. Jetzt sind die Dinger da auch am Leuchten tatsächlich. Ich krieg so... Wusa. So. Hallo. Das Ding haben wir aktiviert. Hier ist noch so ein Bastard-Ding. Hallo? Okay. Ich krieg das Kotzen. Wow. Wow. Super. Und jetzt gibt's hier endlich einen Weg. Oder hängen wir noch immer fest? Wenn es jetzt keinen Weg gibt, ich raste so aus. Ich will jetzt einen beschissenen Weg hier haben. Ich will jetzt ein... Ach, endlich. Gott! Was ist der eigentlich? Hallo? Okay. Oh nein. Wir wachen wieder in diesem komischen Raum auf.